Ich finde, wenn ich den am wenigsten albernen Filter benutze, dann darf das, oder? Also es geht ja hier um den ländlichen Raum und das ist doch sehr, sehr passend, was ich hier ausgewählt habe. Es gibt auf Basis von digitaler Provinz, die ihr euch jedenfalls auch nochmal anschauen solltet, wenn ihr sie noch nicht kennt, ein neues Podcast-Format. Und ich habe die Ehre, in den Rahmen von diesen Voices gewählt worden zu sein. Ich werde überraschenderweise für die Mobilität zuständig sein im ländlichen Raum, euch so ein bisschen berichten dürfen, was gibt es da eigentlich schon und was haben wir eigentlich daran auch kaputt gemacht am ländlichen Raum. Denn tatsächlich ist es mein fester Wille und meine feste Überzeugung, dass der ländliche Raum ein Gefühl ist von mangelnder Alternative in Mobilität. Und ich glaube, das haben wir einfach selber zerstört, weil wir sehr stark ans Auto geglaubt haben, weil das auch lange Zeit völlig okay war, das zu tun, weil wir vielleicht auch nicht so ganz doll geahnt haben oder ahnen wollten, wie abhängig das Auto zum einen macht, wie klimaungerecht es ist und wie viele Menschen es tatsächlich auch ausschließt, die dann vielleicht auch nicht mehr Auto fahren können, sei es wegen Krankheit oder Alter. Neben mir und an meiner Seite ist der Frederik vom Kodorf. Ihr lernt ihn dann auch gleich im Talk genauer kennen. Er wird sich so ein bisschen mit dem Wohnen auf dem ländlichen Raum beschäftigen. Er hat ja viele tolle Projekte bereits ja, durchgeführt, hat auch bestimmte Leute herangeführt an das Wohnen im ländlichen Raum, vor allen Dingen im Sinne einer neuen Gemeinschaft. Und Tobias ist jemand, der sehr stark das Coworking vorantreibt im ländlichen Raum. Also auch hier genauer hinschaut, was heißt es eigentlich im ländlichen Raum, Coworking zu schaffen? Wie schaffen wir das überhaupt, dass anders gearbeitet wird und vielleicht in meinem Sinne dann auch weniger Wege zurückgelegt werden müssen? Und wer uns alle zusammengeführt hat, ist der Daniel von der digitalen Provinz. Ihn lernt ihr auch gleich kennen. Wir haben hoffentlich in einer relativ kurzweiligen Episode euch jetzt gleich mal aufgezeigt, was das Ganze bedeutet, was auch vielleicht die Perspektive von diesem Format ist und dass es tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, Menschen wie uns drei oder vier in dem Sinne zu buchen, dass wir euch helfen, in Kommunen und Gemeinden Mobilität, Wohnen und Arbeiten zu verbessern. Weil ich glaube, wir bringen insgesamt ungefähr 100.000 Jahre Expertise mit. Haben also sehr viel Erfahrung in dem Sinne auch, die sich gegenseitig befruchten wird. Und die erste Folge ist schon raus. Tobias hat sie gestaltet. Er hat erstmal ein bisschen die Begriffe auch definiert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Vorankündigung, einer Ankündigung und dass ihr auch mal uns und unsere Gesichter kennenlernt. Geht auf jeden Fall auf die digitale Provinz und abonniert diesen Podcast. Auf bald. Katja und drei Herren, ein vertrautes Bild, zumindest wenn es um die Mobilitätsbranche geht, aber diesmal hat es einen anderen Zweck und ich freue mich sehr, dass wir euch heute etwas vorstellen können, weil ich mich vertiefend dem ländlichen Raum widmen werde. Und das ist ja immer etwas, was eigentlich als erste Ausrede kommt, warum Verkehrswende nicht funktionieren kann. Ich habe auch gerade für den Deutschlandfunk damals eingesprochen, weil es wieder einen Autogipfel gab. Und ich behaupte einfach auch, auf dem ländlichen Raum wollen viele nicht Auto fahren, sondern sie müssen Auto fahren. Und deswegen finde ich es total spannend, was wir hier vorhaben. Die drei Herren werden sich gleich mal vorstellen. Ich würde aber gerne mit Daniel beginnen, weil der ist schuld. Daniel, warum bist du schuld und was hast du gemacht? Ja, hallo, schönen guten Tag allerseits. Ich bin Daniel Krüger. Ich bin von der digitalen Provinz, einer Plattform, die sich mit Digitalisierung und neuem Leben auf dem Land beschäftigt. Und uns gibt es seit 2019. Wir produzieren diverse Artikel, Newsletter und vor allem einen regelmäßigen Podcast. Der kommt alle 14 Tage. Das war aber auch schon der Werbeblock. Und wir entwickeln ständig unser Angebot weiter. Das heißt, wir schauen, was können wir machen, damit wir besser informieren, damit wir näher dran sind an den vielen Problemen, die es gibt, aber vielleicht auch an den Lösungen. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen mal die ja, wichtige Influencer an, so würde ich es mal nennen, und zwar Katja Diehl, Frederik Fischer und Tobias Kremkau, die ihr ja alle für eure speziellen Gebiete steht und euch auch mit dem ländlichen Raum beschäftigt. Das heißt, hier geht es um Mobilität, um New Mobility, hier geht es um neues Leben auf dem Land und hier geht es auch um neues Arbeiten oder Rural Coworking, wie wir es schon gehört haben. Und ihr habt zugesagt, wir sind super happy damit. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und uns ja einmal im Quartal mit Neuigkeiten aus euren Fachgebieten versorgt.
Danke dir. Frederik, mit dir mache ich einfach mal weiter. Wofür stehst du denn und was machst du sonst, wenn du nicht gerade digitale Provinz Voice bist? Das klingt so toll. Aber trotzdem danke, Daniel, weil ich bin totaler Podcast-Nerd und habe mich schon immer, ich wollte mich immer selbst in den Arsch treten, selbst einen Podcast zu machen, und habe aber so einen Respekt vor diesem Schneiden gehabt, dass ich es nie gemacht habe. Und das ist ja das Tolle hier, wir haben ja überhaupt keinen Ärger damit eigentlich. Das macht ja alles ihr, das ist super. Wir müssen einfach nur quatschen. Und was ich neben Quatschen mache, ist das Co-Dorf und der Summer of Pioneers und noch ein paar kleinere Projekte. Die erkläre ich jetzt vielleicht nicht im Detail, aber insgesamt geht es einfach um neues Leben und Arbeiten auf dem Land. Und das Schöne ist, wenn ich mit Tobias zusammen bin auf Panels oder bei solchen Runden wie heute, dann können wir uns so schön aufteilen, weil ich mache das Thema Wohnen und Tobias macht das Thema Arbeiten. Das Im ist Fokus. Wir beschäftigen uns natürlich immer ganzheitlich mit allem. Mobilität spielt auch immer eine große Rolle, aber wenn es um die Schwerpunkte geht, dann teilen wir uns das immer so auf. also Tobias arbeitet und du wohnst. Das ist doch schon Genau. eine gute Aufteilung, Tobias. Wie findest du das, diese Aufteilung? Ist das so korrekt? Die ist vollkommen korrekt. Ich finde die auch immer ganz gut, weil es hat ja doch sehr viele Aspekte und man kann ja gar nicht alles erwähnen, um so ein ganzheitliches Bild davon zu erklären. Obwohl das, finde ich, notwendig ist, weil man ja oft bei diesen Panels auch, ich sag mal, vor so einer Gruppe ist, die zum ersten Mal davon hört. Und ich finde es ganz gut, dass Frederik nämlich diesen ganzen Teil mit dem Wohnen, aber auch der Lebensqualität, die entscheidend ist, die Grundlage eigentlich dann auch für mein Thema ist, abhandelt. Weil niemand wird seine Arbeit dahin mitnehmen, wo es nicht schön ist, wo man sich nicht gerne auffällt. Und ich glaube, so ergänzen wir uns immer ganz gut, wenn wir uns auf einem Panel begegnen. Und ich finde es aber gut, dass auch du dabei bist, Katja, weil das Mobilitätsthema kommt immer viel zu kurz. Dabei kenne ich wirklich keine, ich sag mal, Coworking im ländlichen Raum Diskussion, wo man nicht irgendwann innerhalb der ersten 10 Minuten über Mobilität reden muss. Ja, ich finde es total spannend, auch irgendwie im Rückblick die Folge, die wir beide aufgenommen haben, Tobias, für meinen Podcast sozusagen, wie visionär wir waren. Das war ja vor dem Lockdown und wir haben uns überlegt, wie bleiben eigentlich die Leute mal da, wo sie sind und wie arbeiten sie da, wo sie sind und wie machen sie weniger Wege. Und das wurde dann auf einmal möglich durch Corona. Wir beide haben noch gesagt, es ist noch ein bisschen, da brauchen die Leute noch. Und auf einmal gab es ja wirklich diesen Stand auf der Bremse und auf einmal hat man gemerkt, das funktioniert auch doch. Wobei wir ja jetzt schon wieder die paar Einschränkungen sehen, wo es so Controlletti-Chef gibt, die das vielleicht nicht so vertragen. Daniel, ich würde dich gerne fragen, du hast ja digitale Provinz. Also ihr tragt das ja sehr bewusst in eurem Titel auch. Provinz scheint ja ein bisschen despektierlich zu sein. Digitale Provinz klingt so ein bisschen fast für manche nach einem Gegenteil. Was soll das eigentlich heißen? Was ist eine digitale Provinz für dich und was soll das verkörpern? Ja, also wir spielen natürlich mit ein bisschen Provokation und mit den Gegensätzen, die da in dem Wort stecken oder in den Worten, na klar. Im Grunde genommen ist es entstanden aus dem Gefühl heraus, dass wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um neue Entwicklungen geht, dann wird berichtet aus Berlin, aus München, aus New York. Aber eben die Lebenswelt von den allermeisten Menschen, auch von mir, nämlich relativ provinziell, wenn man aus Berlin schaut, vor allem auch, eben auch der ländliche Raum, in dem ja noch die meisten Menschen wohnen, findet da nicht statt. Und das hat so ein Bedürfnis geweckt, da mal genau zu schauen, was passiert denn eigentlich in der Provinz? Gibt es da vielleicht Bedarf? Ist das so provinziell? So provinziell ist es nämlich oftmals gar nicht, wie man das so klischeehaft betrachtet. Und warum ist es eigentlich auch medial, muss ich sagen, teilweise so unterbelichtet? Da hat sich aber auch in den letzten Jahren viel getan, muss ich sagen. Also seit 2019, wie gesagt, gibt es uns. Seitdem ist auf den Gebieten Leben und Arbeiten relativ viel passiert. Dafür stehen auch die beiden Kollegen, die hier noch bei uns sind. Aber Katja, die Mobilität, die ist leider immer noch so ein bisschen das Problemkind in diesem Trio. No pressure, ich weiß. Frederik, ich nehme gerade wahr, wenn ich die Medien, wenn man da mal so ein bisschen bleiben, so beobachte, dass natürlich auch eine gewisse Angst gerade entsteht. Alle StädterInnen kommen aufs Land. Alle haben jetzt Bock auf Landleben. Alle wollen Bauer sein und ihre Kartoffeln selber anbauen. Die Preise steigen. Und das ist ja wieder was auch ein bisschen Bedrohung von dem sein kann, was wir so ein bisschen verklären auch manchmal, glaube ich.
als ländlichen Raum. Ich besuche meine Eltern unglaublich gerne im Emsland, aber es ist einfach die Hölle auf Erden, weil es die beschissenste Kopie der Stadt ist, sage ich immer. Also ich kann mit meinem Papa, der mittlerweile einen Rollator braucht, nicht spazieren gehen, weil die Gehwege für ihn nur ausreichen, ich ihn aber nicht mehr unterhaken kann. Also wenn ich mir dann ländlichen Raum so manchmal angucke, was alles auch schon ländlichen Raum als Gefühl da so darstellt, dann ist das für mich nicht gerade etwas, was ich damit verbinde mit Lebensqualität, mit da wohne ich gerne, sondern wir müssen echt ins Auto steigen und in den Wald fahren. Das ist ja nicht ländlicher Raum. Wenn du jetzt auf deinen Part von Wohnen schaust und vielleicht auch guckst, wo wird es gut gemacht oder welche Dinge fallen dir positiv auf? Was ist für dich positiv besetzter ländlicher Raum, auch was Wohnqualität angeht? Ja, ich finde, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es eine Bereitschaft gibt von der Verwaltung, neu zu denken und auch offen zu sein für neue Impulse, weil dann können nämlich diese ganzen Probleme, die wir wahrnehmen, eigentlich auch wieder Chancen sein, weil sie ja Anlass geben, sie anders zu machen. Und das ist ja etwas, was wir in diesen großen Strukturen immer wieder sehen, was halt nicht klappt. Ne? Also wir erleben es jetzt gerade mit der Corona-Politik, wir erleben es in ganz vielen anderen Bereichen, wir erleben einfach, dass etwas nicht funktioniert und es hört nicht auf, nicht zu funktionieren. Und das sehe ich gerade als ganz, ganz große Chance in ländlichen Räumen. Nicht überall, aber es gibt eben viele ländliche Räume, die sind mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesegnet, die richtig Lust haben auf Veränderungen, die solche Prozesse ausverhandeln können mit den Menschen vor Ort und ja, die dann halt eine Einladung aussprechen für Menschen, die Lust haben, diese Veränderungen auch umzusetzen, zu gestalten, das vor Ort zu tun. Und ich glaube wirklich, das ist so, da entsteht so diese Aufbruchstimmung und auch dieses Gefühl, dass es eben doch vorwärts geht, was halt ansonsten gerade in der Gesellschaft, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, echt Mangelware ist. Ne? Dieses Gefühl, dass wir halt nicht länger auf irgendwie der Stelle treten oder sogar irgendwie zurückmarschieren, sondern dass wir einfach wirklich in eine menschengerechte, lebenswerte Zukunft marschieren. Und also insofern, um es kurz zu machen, diese Gestaltungsfähigkeit, glaube ich, ist eine ganz große Stärke der ländlichen Räume. Und ansonsten könnte ich mich jetzt nur in allen möglichen Landlustplattitüden ergehen. Ne? Also ich glaube, wir wollen jetzt alle nicht von den alten Panoramen hören. Also das wissen wir alle, was der ländliche Raum an Lebensqualität von der Natur zu bieten hat, ist ja klar. Aber ich glaube, genauso auf der Metaebene ist es wirklich diese Gestaltbarkeit. Und wenn wir da kurz jetzt noch bleiben, hast du denn auch das Gefühl, weil es gibt ja schon auch jetzt gerade in Richtung Brandenburg schauend, wo die BerlinerInnen jetzt so hingucken oder auch in anderen Bereichen in Deutschland, wo so bestimmte Speckgürtel sich verlagern, wo halt gut Situierte sich da was rauspicken, wo es manchmal auch so richtig, ich will es nicht Ghetto nennen, aber fällt gerade einfach kein anderes Wort ein. Also ein gutes Leben beginnt für mich damit, dass ich meine NachbarInnen kenne. Und das tue ich hier in Hamburg, kenne ich mein ganzes Haus. Also ich fühle mich hier sehr wohl und sicher. Das ist, glaube ich, auch nicht so üblich und vielleicht wollen das auch gar nicht alle in der Stadt. Ich finde es super. Ich stelle aber immer wieder fest, und das ist halt der Vergleich, den ich halt habe, obwohl das alle Leute ja immer verneinen, ich lebe ja ständig auf dem Land bei meinen Eltern momentan, dass das schon auch manchmal so eine, immer noch, meine Eltern sind die Zugezogenen, obwohl sie vor 30 Jahren hingezogen sind. Also es ist schon manchmal so ein bisschen, da sind ja so Prozesse im Gange, die so ein bisschen schräg auch sind und das muss ja gestaltet werden. Du hast ja eben von Gestaltung geredet. Also wie nehmen gerade auch Verwaltungen oder auch Menschen vor Ort das auf und an, dass es halt nicht einfach passiert, dass eine Gemeinschaft entsteht, wo man sich wohlfühlt, sondern dass es halt wirklich gestaltet werden muss? Ja, das finde ich, es ist echt absurd, ne, weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt eine neue Entwicklung ist. Also ich habe schon das Gefühl und merke das in Gesprächen, dass es verstanden wird, dass man solche Entwicklungen nicht einfach sich selbst überlassen darf. Aber wie du beschreibst, ne, wenn wir irgendwie ländliche Räume angucken, dann erleben wir das schon vielerorts, dass das einfach bislang nicht passiert ist. Da wurde sich zurückgelehnt. Teilweise hat man sich gegenseitig noch Konkurrenz gemacht im Ausweisen von neuen Neubaugebieten. Also das, was wir ja für uns behaupten oder was wir uns auf die Fahne schreiben, ist, dass wir uns halt ganz genau Gedanken machen, welche Menschen wirklich einen Mehrwert bringen für den ländlichen Raum unter der Prämisse, dass sie auch wirklich Lust haben, mit den Menschen vor Ort etwas zu gestalten und wie sehen dann die Angebote aus, die genau diese Menschen auch ansprechen, damit sie halt in die ländlichen Räume oder in die entsprechenden Orte kommen. Und dieses sich genau zu überlegen, was ist die Vision von einer Region, welche Menschen brauchen wir, um diese Vision zu erreichen und wie können wir schaffen, dass die Menschen, die wir dafür brauchen und die Menschen vor Ort, die man natürlich immer auch braucht, eben gut zusammenkommen und am Schluss alle ein lebenswerteres Leben haben. Das ist kein Automatismus und es gibt da auch kein Patentrezept, sondern das muss man sich eben ja, gründlich überlegen. Aber das Schöne ist ja, man ist da ja inzwischen als Bürgermeister und Bürgermeisterin nicht mehr alleine. Also diese Szene ist ja
förmlich explodiert in den letzten Jahren. Es beschäftigen sich ganz viele Menschen mit genau diesen Fragen. Und insofern ja, sehe ich uns da insgesamt schon auf einem guten Weg, weil wer ländliche Räume gestalten möchte als Gemeindevertreter, die haben einfach die Möglichkeiten, auf uns zuzukommen, auf Tobias zuzukommen, auf ganz viele andere Menschen zuzukommen und diesen Prozess zu starten und zu begleiten. Tobias, mir fällt gerade irgendwie was auf an unseren drei Themen, dass wir alle mit Biografien wahrscheinlich auch arbeiten. Also es gibt halt die sogenannten Mobilitätsbiografien, es gibt Lebensbiografien, aber wahrscheinlich auch Arbeitsbiografien. Will heißen, es ist ja nichts, was von A bis Z immer gleich bleibt, sondern was atmet und sich bewegt. Will heißen, auch innerhalb einer Biografie eines Menschen gibt es für diese drei Bereiche, für die Daniel uns jetzt ausgewählt hat, wahrscheinlich auch so Phasen im Leben, ne? Also in der Mobilität ist es klassischerweise immer, wenn sich was verändert, im Erwerbsleben, die Rente oder ein Kind kommt in die Familie. Es sind immer so Sachen, die von außen beeinflussen, dass sich Mobilität verändert. Deswegen glaube ich halt auch nicht daran, dass pure Vernunft siegen wird, auch wenn ich Tokotronic sehr schätze. Wenn du jetzt so ein bisschen drauf schaust, und ich habe es ja eben angedeutet, wir haben damals so ein bisschen rumgesponnen, wie es sein könnte, dass man irgendwie Arbeit auch mal anders denkt, nämlich in Vermeidung von Wegen und jetzt, was Corona möglich gemacht hat. Und dann hast du ja die Ehre gehabt, den ersten Podcast einzusprechen. Wie bist du rangegangen? Also ich finde das immer ganz lustig, sich selbst dazu beobachten, weil man ja wahrscheinlich was nimmt, was einem sehr wichtig, dringlich, wie auch immer ist. Wie bist du ans Thema rangegangen? Mir war wichtig, die begriffliche Grundlage zu legen, denn es ist ein Nischenthema, das muss man dazu sagen. Und ich wollte aber viele Leute damit abholen. Das heißt, ich habe mich erstmal mit diesem Begriff des ländlichen Coworkings beschäftigt, also als Rural Coworking bezeichnet, habe eingeführt, dass es aber auch nicht nur um Arbeiten geht, dass quasi ein Coworking Space oft quasi der Kern einer Initiative ist, eines Konzeptes, die darauf aufbaut, für die das eine Infrastruktur ist, die es auch erst ermöglicht, dass Leute rausziehen, ihre Arbeit dadurch weiterhin nachgehen können, aber gar nicht es nur darum geht, von woanders zu arbeiten. Denn es geht genau um diese anderen Aspekte, die einen antreiben. Das alles, was quasi in Frederiks-Initiativen abläuft. Aber halt auch Nachhaltigkeit, also Mobilität anders zu denken, was Leute auch sehr bewegt ja inzwischen. Und ich lese es ja quasi die Perlen in deiner Twitter-Timeline, wenn jemand wirklich dir auch mal schreibt, dass er das Auto abgeschafft hat, weil er sich überzeugen lassen hat. Da habe ich jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen so einen Tweet gesehen. Das hat mich schon mal sehr in der Wirkung umgehauen. Das heißt, so bin ich an diese erste Podcast-Folge rangegangen. Ich wollte erst mal aufzeigen, wie breit das Thema ist. Auch den Begriff erklären, mit dem ich ab sofort arbeiten möchte, um einfach auch ja, diese gemeinsame Grundlage zu haben. Und ich habe noch gar nicht über dieses Biografien-Thema so im Detail nachgedacht. So müsste ich vielleicht auch mal das mobile Arbeiten betrachten. Aber es stimmt, es sind eigentlich ähnliche Entscheidungen, die einen beeinflussen. Es sind auch in der Großstadt oft der Moment, wenn man ein Kind bekommt, dass man dann einen Ruheraum sucht, einen Fokus, einen Gegenpol zu dem bisher ruhigen Zuhause. Wir sehen es aber auch im ländlichen Raum bei den Rückkehrerinnen, die genau dann, wenn sie junge Eltern sind, den Kontakt suchen, um ihr soziales Netzwerk halt viel besser nutzen zu können in dieser Kindererziehung. Und sei es nur, dass die Eltern nochmal auf das Kind aufpassen können. Und die wollen ja auch nicht unbedingt ihren Job kündigen, gerade wenn sie wissen, dass sie ihn auch mitnehmen können. Das sind ähnliche Punkte. Man muss sagen, Coworkerinnen sind oft 35, 40 und älter, also haben lang genug in einer alten Arbeitswelt gelebt, um zu wissen, dass es das nicht mehr ist, was sie wollen. Das erlebe ich auch oft, dass es sehr bewusste Entscheidungen sind, beziehungsweise bisher waren. Denn nicht jeder konnte das entscheiden. Wer das gemacht hat als Angestellter, war auch in einer gewissen Position, in der man Handlungsfreiheit genoss, das auch umzusetzen. Was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, war ja der Zwang, eigentlich von zu Hause am Küchentisch zu arbeiten. Das würde ich nochmal unterscheiden. Und da müssen wir, das sollte langfristig auch nicht so bleiben, hoffe ich. Aber wir müssen gucken, wie sich dieses Thema, wann ich von wo arbeite, jetzt ändert, wenn es auch etwas reglementierter ist. Und hast du denn das Gefühl, dass, also ich persönlich habe ja Gott sei Dank noch eine halbe Stelle bei Door-to-Door, sonst wäre ich so richtig auf dem Po gelandet, weil ich wollte ja eigentlich auch durchstarten. Letztes Jahr dann kam die Pandemie und das ist wirklich ein Arbeitgeber, der sehr bewusst mit dem Ganzen auch umgegangen ist. Also auch wirklich jemanden abbestellt hat, weil wir sind 35 Nationen
in diesem Unternehmen, will heißen, es waren immer unterschiedliche Phasen von Lockdown. Es gab ItalienerInnen, die bei uns arbeiten, nicht wussten, wie es der Familie geht. Also ich finde, das Coworking ist das eine, aber es muss ja trotzdem, es gibt ja meistens dann doch noch wahrscheinlich einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin im Hintergrund, weil es nicht nur FreiberuflerInnen ja machen sollen, sondern halt möglichst eine breite Masse an Menschen am Ende auch nutzen sollte. Was siehst du denn, weil ja auch viel, wie soll ich es jetzt nennen, so ein bisschen Buhu wurde ja auch wieder gemacht, ne? dass es sehr gefährlich ist, dass man zu viel arbeitet, dass es keine Pausen gibt und so weiter. Also es muss ja auch, um wieder vom Fredrik das zu klauen, gestaltet werden. Also es geht ja nicht nur dahin, jetzt hier ist so ein Ding, da kannst du sitzen, das ist jetzt Coworking im ländlichen Raum, sieh zu, sondern es muss ja auch da neu definiert werden, wie bestimmte Dinge auch ablaufen. Haben wir die Pandemie da gut genutzt oder ist es das, was du sagst, dass wir einfach nur an den Küchentisch gerückt sind und die gleichen Dinge stattfinden, nur dass wir nicht mehr ins Büro fahren? Bisher haben wir die Pandemie in dem Sinne nicht gut genutzt. Es ist ja auch der Gesetzgebungsprozess noch nicht beendet. Das heißt, da müssen wir auch gucken, welche Details sind drin, Arbeitszeiterfassung, wie werden Ruhephasen eingeleitet. Wir müssen uns mit dem Thema auch Arbeitsschutz und Unfallschutz, glaube ich, ganz neu beschäftigen. Das war bisher, da hat man das ja in Gesetzen immer so Telearbeit genannt, auch, ich sag mal, sehr, sehr ungünstig formuliert, von dass der Arbeitgeber dafür sorgen muss, dass bei dir zu Hause dein Homeoffice nach folgenden Richtlinien gestaltet ist. Wer lässt seinen Chef zu Hause das Zimmer einrichten? Das war sowieso immer schon Unsinn, muss ich sagen. Aber viel relevanter ist, ich glaube, das kriegen wir hin und dann drehen wir auch sicher noch ein, zwei Feedback-Runden quasi im Gesetzgebungsprozess, bis das sitzt. Das ist auch okay. Aber was viel relevanter ist, die Unternehmen müssen auch kulturell darauf vorbereitet sein. Denn niemand wird das nutzen, wenn er oder sie Nachteile in der Karriere befürchten, weil man nur befördert wird, wenn man anwesend ist. Niemand wird das nutzen wollen, wenn man quasi auch nicht gut arbeiten kann, weil der soziale Austausch, der Flurfunk fehlt. Das kann man alles bis zu einem gewissen Grad auch im Virtuellen organisieren, aber auch das muss erstmal getan werden. Und ich glaube, die großen Arbeitgeberinnen sind da kulturell noch gar nicht so weit. Ich habe eher, und das hätte man auch so schon vor der Pandemie beobachten können, die kleineren Unternehmen, der Mittelstand, gerade im ländlichen Raum, die auch viel mehr Druck hatten, ihre Arbeitnehmerinnen zu halten und Talente von sich zu überzeugen, die waren da oft schon weiter. Also Geschichten wie, dass jemand aus privaten Gründen wegzog und der Arbeitgeber dann gesagt hat, na dann arbeite doch von da weiter für uns, die kenne ich nur aus kleineren Städten, aus dem ländlichen Raum. Das hatte ich, ich sag mal, vor der Krise noch nicht von einem Siemens gehört. Da hätte man dann wahrscheinlich kündigen müssen, wenn man keinen Arbeitsplatz an dem Ort findet, wo man hinziehen möchte. Also das ist größer als der Gesetzgebungsprozess. Der wird hoffentlich einigermaßen laufen. Die ersten Entwürfe waren nicht so überzeugend, aber da werden jetzt ja noch sehr viele Runden gedreht. Aber viel wichtiger ist, dass die Unternehmen sich halt auch intern von ihrer Unternehmenskultur genau darauf vorbereiten, ab jetzt in einer hybriden Arbeitswelt zu leben, die eine Mischung aus Anwesenheit und dezentralen Arbeiten aus der Ferne ermöglichen muss. Dann komme ich doch mal zurück zu Daniel und frage ihn, jetzt hast du ja ein bisschen von den beiden Herren auch so einen Einblick nochmal gehört. Ich habe ein bisschen was reingeworfen. Was ist denn deine Erwartungshaltung an uns, beziehungsweise wie bist du auf die Idee gekommen, genau solche Menschen hier zusammenzuführen und diese Dinge mal bei euch zu vertiefen? Also ich glaube, was oft fehlt, wenn man das so sagen kann, in der Provinz, in der digitalen Provinz, sind Angebote, und ist die Möglichkeit auch, sich zu verbinden. Das heißt, ganz oft gibt es einen Bedarf und es gibt auch irgendwo Lösungen. Es gibt auch irgendwo Menschen, die sich mit Lösungen beschäftigen. Aber die zusammenzubringen, ist, glaube ich, so ein bisschen, das funktioniert noch nicht ganz. Und ich möchte mit euch, mit den Voices der digitalen Provinz, gern dazu beitragen, dass auch ihr letzten Endes eure Angebote bekannter werdet. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber das, was wir jetzt von den beiden anderen Kollegen vielleicht auch, wenn wir das mal subsumieren, was wir da hören, ist im Grunde genommen, es braucht immer Menschen, die was wollen, die was verändern wollen, die Lust haben, Leute dazu zu holen, sich nicht abzuschotten, die auch erkennen, und das ist auch wichtig. Hier gibt es einen riesen Pain.
ich weiß nicht, alle jungen Leute gehen weg oder ich bin hier überhaupt nicht erreichbar. Wenn ich kein Auto habe, kann ich nicht besucht werden und so weiter. Und das ändern und das ändern zu wollen, das ist dann das Entscheidende. Genau, deswegen vielleicht auch nebenbei, wir arbeiten oder wir denken gerade darüber nach, auch eine Plattform zu entwickeln, wo man sozusagen so Bedarfe äußern kann und wo vielleicht andere Leute sagen kann, hier, ich bin da, lass uns mal darüber reden, ob ich nicht eine Lösung für dich habe. Jetzt bin ich mal ganz fies und mache eine voll krasse Frage an dich, weil das ist etwas, womit ich mich sehr beschäftige momentan, dass Lohnarbeit uns nicht weiterbringt. Okay. Und zwar, ich werde ja von allen Menschen liebevoll getreten, dass ich schon einen leicht blauen Popo habe. Alle denken ja, Wunder, was ich verdiene mit dem Ganzen, was ich tue. Lustig. Niente. Also es ist nicht Niente, aber es ist wirklich etwas, was ich immer wieder feststelle, dass das gern genommen ist. Aber natürlich, das streift dann auch vielleicht sogar die Themen von Frederik und Tobias gleichermaßen. Es ist halt irgendwie was nicht messbar ist. Es ist irgendwas, wo du genau in diese Vernetzung hier reingehst und auch immer wieder so Leute triffst. Und so wie ich Frederik und Tobias kennengelernt habe, werden das auch Leute sein, die zu viel tun. Also wo siehst du denn Chancen? Das ist ja das eine, aber ich bin jetzt einfach mal mutig genug und muss ja auch mal sagen, damit muss man ja auch Geld verdienen dürfen. Und das ist heutzutage nach einem Jahr Pandemie ja immer noch so eine Sache, dass ich mir wirklich, das hat aber auch sicherlich nochmal, dass ich eine Frau bin, aber davon mal den Abstrich gemacht, dass ich mir immer noch anhören muss, wenn ich für 10 Euro im Monat bei Steady werbe. Ne, mein Highlight ist ja Ökodirne als Schimpfwort. Wie siehst du denn da Chancen in dem, was du jetzt anstößt, aber auch in dem, was du bisher gesehen hast, dass das wirklich mal im Positiven auch kippt, dass man sagt, okay, es gibt hier Leute, die engagieren sich intrinsisch für Sachen, aber das heißt ja nicht, dass die Arbeit kostenlos ist, sondern dass sie auch einen Wert hat. Und das ist etwas, da kaue ich seit der Pandemie wirklich drauf rum, weil ich 5 Monate keine Einnahmen hatte. Gott sei Dank diesen Job halt hatte, der mir die Miete gezahlt hat. Aber ich weiß auch von vielen Leuten, die schon wieder verschwunden sind aus der Freiberuflichkeit. Und deswegen ist es jetzt vielleicht eine sehr große Frage, aber trotzdem interessant, von dir mal so einen Einblick zu bekommen. Gibt es da erste zaghafte Strömungen, dass du sagst, bleib mal dabei, das lohnt sich irgendwann? Oder ist es wirklich was so lange dauert, dass man einfach durchhalten muss? Keine Ahnung. Also, da sind viele Fragen auf einmal. Aber ganz klar wäre meine Prognose, das lohnt sich, wenn du dranbleibst, zum einen. Ich glaube aber auch, dass es durchaus lohnenswert ist, darüber nachzudenken, vielleicht sich tatsächlich auch mehr als die Voices darüber hinausgehend zusammenzutun mit anderen Leuten, ob das wir sind oder mit anderen Leuten. Und ich glaube, es ist dann auch eine Frage von, welches Angebot hast du? Schaff ein Angebot, kenne deine Zielgruppe, schaff ein Angebot und sprich sie so an, dass sie auch interessiert sind und dafür dann auch für einen guten Service, für einen guten Dienst auch etwas bezahlen. Also das ist genau, aber das, du bist herzlich eingeladen, ihr alle seid herzlich eingeladen, mit uns darüber nachzudenken, wie wir genau das umsetzen können. Das ist genau das, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Wie können wir die digitale Provinz sozusagen auf eigene Füße stellen? Denn mir geht es genau wie dir. Die digitale Provinz ist weit weg davon, wirklich Geld zu verdienen. Das ist halt ein Leidenschaftsprojekt und das ist auch gut so, aber das kann natürlich nicht immer so bleiben. Aber ich sage, zusammentun, eine Plattform schaffen, Angebote schaffen und seine Community kennen. Ja, das fand ich nochmal ein wichtiges Statement, weil tatsächlich, es geht uns, glaube ich, nicht nur um einen Podcast, weil auch wenn Frederik das schon immer schon geträumt hat, einen zu haben, das ist ja eine Zeit lang auch bei Twitter ein Running Gag gewesen, den ich nie verstanden habe. Ich habe noch keinen Podcast, wo ich so mal dachte, ja, also witzig. Ja. Wer was zu sagen hat, dem hört man ja auch zu. Aber ich glaube, das ist hier für den Raum, wo wir uns hier gerade auch mal vorstellen, nochmal ein wichtiges Statement, dass das halt, ich glaube auch tatsächlich, dass gerade der ländliche Raum da total charmant für ist. Also da kann man es ja nur besser machen, gerade in Sachen Mobilität. Und da hat man ja auch viel kaputt gemacht. Und da gibt es auch viele Ideen, glaube ich, die man da aufbauen kann, um hier mal ein bisschen rumzunörden in Sachen Mobilität. Es wird das neue Personenbeförderungsgesetz geben, was dieses Ride-Pooling on Demand zum Beispiel in den Linienverkehr integrieren wird. Und da wird es Förderprogramme geben, um den Push zu geben. Und das ist halt, man muss sich, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein Trüffelschweinchen manchmal durch die Gegend bewegen und gucken, weil Förderprogramme oftmals BeraterInnen-Tätigkeiten bezahlen und so weiter. Ne? Also muss man nur kreativ sein.
Und deswegen ist es für mich natürlich auch eine Sache, nicht nur, dass ich gern mit euch zusammenarbeite, sondern auch, dass ich glaube, dass man auch mit gutem Geld verdienen sollte und dass ich das auch mal auszahlen sollte, weil wir alle auch eine hohe Berufserfahrung ja mitbringen und da auch einfach für etwas stehen, glaube ich, was glaubwürdig ist und aber auch schon jeden Schmerz kennengelernt haben. Ich will trotzdem gegen Ende jetzt nochmal mit Frederik und Tobias vielleicht in so konkrete Sachen tatsächlich reingehen, dass man ein bisschen Anpack hat, was das denn bedeutet. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fake war, dass Daniel eben gesagt hat, du hast tolle Nachrichten zu verkünden, Frederik, oder ob das nur so ein Teaser war, auf den ich reingefallen bin. Aber mich würde freuen, wenn du nochmal irgendwie ein Beispiel hast oder irgendwas, wo du berichtest, dass das auf jeden Fall ist, es funktioniert und es lässt sich auch weitermachen, weil die kleinen Erfolge, wie zum Beispiel, dass jemand das Auto abschafft wegen mir, das ist es ja, wovon ich auch lebe, ein Stück weit. Hast du da was zu berichten, damit Leute sich so ein bisschen vorstellen können, was das eigentlich genau heißt, was du machst? Ja, wir haben gestern, ich glaube, darauf spielt Daniel an, wir haben gestern den dritten Summer of Pioneers in diesem Jahr vorstellen dürfen. Summer of Pioneers sind temporäre Wohn- und Coworking-Angebote. Also das heißt, wir kooperieren mit Kommunen, die eine bestimmte Vision haben, irgendwie die Stadt in eine bestimmte oder die Region in eine bestimmte Richtung entwickeln wollen und dafür bestimmte kreative Menschen mit digitaler Expertise suchen. Also einfach Leute, die Netzwerke, Fähigkeiten mitbringen und eine Region ein bisschen weiter Richtung Zukunft befördern. Und das lief letztes Jahr natürlich auch nicht, ne? Also diese ganze Problematik, die du gerade angeschrieben hast, für mich war letztes Jahr auch echt richtig schwierig. Wir haben letztes Jahr die Firma gegründet, das heißt, wir qualifizieren uns natürlich auch irgendwie für überhaupt keine Hilfe. Und dann wurden alle Veranstaltungen abgesagt, alle Summer of Pioneers wurden verschoben auf dieses Jahr. Also es war für uns auch wirklich nicht angenehm. Und jetzt ist es auch wieder ein bisschen unangenehm, weil einfach wahnsinnig viel gleichzeitig passiert, aber immerhin passiert wieder was. Und das erfüllt mich auch gerade sehr, dass es einfach wieder irgendwie etwas gibt, worauf man sich fokussieren kann, außer und jenseits des Lockdowns. Genau, und das, was wir gestern kommuniziert haben, war der erste oder ist der erste Summer of Pioneers ganz in Süddeutschland, weil das ist auch etwas, was wir bislang, Süddeutschland war für uns bislang wirklich ein komplettes Niemandsland, was unsere Projekte betrifft, weil alle so satt sind und so wohlhabend und es gibt keinen Leerstand und alles ist gut und deswegen braucht man uns auch nicht. Und jetzt sind wir aber im südlichsten Süddeutschland und zwar nicht, weil es da eben anders ist, weil es da großen Leerstand gibt, aber da gibt es eine besondere Immobilie, nämlich eine Burg, ein riesiges Schloss, das zuletzt als Wohnheim, als Altersheim genutzt wurde und jetzt aber ganz viele Jahre leer stand und der Bürgermeister auch bislang keinen Erfolg hatte, da einen Nachnutzer, Nachmieter zu finden. Und wir können da jetzt mit den 20 Kreativen ein halbes Jahr lang dieses riesige Schloss spielen mit ganz vielen neuen Ideen und ja einfach erproben, wie kann denn so ein Schloss ein Innovationsort sein? Also wie können wir einerseits an die Geschichte anknüpfen, wie können wir andererseits eben an so einem historischen Ort auch wirklich wieder so Impulse der Zukunft in die ganze Region senden? Und es, ja, also ich habe da so Bock drauf, ich wäre selbst am liebsten dabei, aber ich konnte das jetzt leider einmal mitmachen, weil unsere Tochter damals noch so klein war, dass sie nicht in die Kita gegangen ist. Aber muss das jetzt so ein bisschen aus der Entfernung angucken, aber freue mich trotzdem für alle, die da mitmachen können. Cool, Glückwunsch. Das klingt ja wirklich klasse. Ritter Rost, Frederik als Ritter Rost. Tobias, was ist denn bei dir? Was kannst du mal konkretisieren, dass sich Menschen vorstellen können, was für Projekte du vorantreibst? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich berate zu Coworking Spaces. Ich erkläre, was diese Orte sind und wie sie funktionieren und versuche dann auch die Expertise aus Jahren als Coworking Manager da reinzubringen und diesen Orten zu helfen, irgendwann so gut zu funktionieren, dass sie sich zumindest tragen können oder interessant genug im Betrieb sind, weil sie andere Effekte um sich herum auslösen, die als wertvoll genug beachtet werden. Oft sind das einzelne Gründerinnen, die einfach Hilfe brauchen, denn es ist wirklich ja ein Nischenthema. Coworking gibt es in dieser Form seit 16 Jahren oder bald seit 16 Jahren. Und ich höre auch immer wieder, wenn Leute zu, ich sag mal, klassischen Gründungsberatungen gehen, dass dort niemand weiß, was ein Coworking Space ist und die Leute versucht werden zu überreden, doch lieber ein Café vielleicht zu gründen. Und das nur aus Unkenntnis, nicht weil das was Schlechtes ist, ein Coworking Space. Und ich glaube, da kann ich helfen anzusetzen. Und es funktioniert. Diese Coworking-Space-Szene wächst. Ich habe
heute war etwas zu Hause limitiert in dem, was ich machen konnte. Also habe ich mich hingesetzt und habe meine Datenbank Ostdeutscher Coworking Spaces mal überprüft, wie aktuell das ist. Das habe ich letztes Mal vor 3 Monaten gemacht. Und ich glaube, ich muss 2, 3 Orte rauslöschen. Da habe ich aber erstmal nachgefragt, warum ihre Website nicht mehr da ist. Aber ich muss sagen, ich habe mehr neue Orte hinzugefügt. Es ist also wieder gewachsen in den letzten 3 Monaten und das ist auch erstmal eine gute Neuigkeit. Und das liegt an Leuten wie mir, von denen es auch mehrere gibt, die halt helfen, dass solche Orte entstehen, und den sehr mutigen Gründerinnen. Denn Coworking Space ist wie jedes Unternehmen, es kann auch ganz schnell scheitern und trotzdem wagen es Leute. Und das noch in der sogenannten Provinz, denen zu helfen, das hinzubekommen, das ist quasi mein Job, ja. Also ich habe ja in Hamburg hier den Eden Coworking Space. Das ist ein feministischer Coworking Space, der natürlich auch ein bisschen gelitten hat jetzt mit der Pandemie, aber ein fantastischer Ort einfach ist und auch ein Safe Space, was mir sehr gut gefällt, dass es halt wirklich auch ein bisschen so einen Raum eröffnet, wo Frauen Sternchen auch einen Ort finden und automatisch eine Verknüpfung von Gleichgesinnten da ist. Weil manche, da habe ich ja auch mit dir so ein bisschen drüber gelästert, Tobias, manche Coworking Spaces sind ja eher parallel Coworking. Also das ist so, du kommst da rein, hier in Hamburg zum Beispiel, und alle sitzen da halt mit ihren Nicky-Mäusen, keiner guckt hoch und du denkst, ja geil, das ist jetzt aber eigentlich nicht, was ich wollte. Ich will ja in Kontakt mit euch kommen. Und das ist da halt voll anders. Also es ist wirklich schade, dass es diese Pandemie gerade gibt und dass es so eingeschränkt ist, weil es ganz viele tolle Konzepte dahinter auch gibt. Und auch Gruß an unseren Bildungssenator in Hamburg, der da auch wirklich großzügig fördert. Weil ich glaube, das braucht es halt auch. Das braucht halt Politik, die da gar nicht unbedingt mutig ist. Weil ich glaube tatsächlich, das Land war mal ganz, ganz toll. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Jetzt bauen wir es irgendwie ein Stück weit wieder auf. Also ihr beiden seid die Trümmerfrauen des ländlichen Raumes oder so. Keine Ahnung. Das ist ja, das haben wir alles selber gemacht. Und das ist, glaube ich, wirklich, dass die Leute eine Handreichung brauchen, dass das nicht zu akzeptieren ist, dass es so bleibt. Also auch gerade in der Mobilität sage ich immer, ich sehe es an meinem Papa, was macht ihr, wenn ihr nicht mehr Auto fahren könnt? Dann sitzt ihr da und ihr habt keine selbstbestimmte Mobilität mehr. Ihr müsst immer Leute bitten, die euch fahren, und das ist unsäglich. Und das ist nicht menschenwürdig. Und wir werden immer älter. Und ich weiß halt auch aus dem Umfeld, dass wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin stirbt, viele sich gezwungen sehen, in die Stadt zurückzuziehen, weil sie sich nicht mehr trauen, Auto zu fahren, weil es immer der andere oder die andere gemacht hat. Und das sind halt so Sachen in der Mobilität, im Wohnen. Also ich habe halt auch Bock, wenn ich jetzt euch so zuhöre, ist das für mich so eine Art von ja, mehr Generationen, keine Ahnung was, wo jeder irgendwie Aufgaben, ne, dieses Dorf, wie war das noch? Ein Kind hat irgendwie immer 16 Eltern im Dorf oder so, ne? Also solche Bilder auch wieder positiv aufzuladen und nicht so wie bei meinen Eltern, dass man den Vorgarten in Ordnung hält, bevor die Nachbarn was sagen, sondern dass man halt wirklich füreinander da ist. Und das sind halt Sachen, glaube ich, da muss man halt aber auch ein bisschen dran arbeiten. Das ist so ein bisschen die Beziehungsarbeit. Macht nicht immer Bock, aber muss man halt mal tun. So, famous last words an ja, unser Papa ist es nicht, aber wie nennen wir ihn denn jetzt? Unser Gastvater. Ja, mein Lieber, was erwarten jetzt denn die, warum sollen die Leute dranbleiben und was hast du vor mit uns? Also auf jeden Fall an unserem Podcast dranbleiben und den Digitale Provinz Voices beim Denken zuhören. Denn das ist das, was ich von euch erwarte. Denkt drüber nach, wie geht es in euren Bereichen weiter im ländlichen Raum? Und lasst die Zuhörer daran teilhaben. Ich glaube, dann haben wir alle viel gekonnt, dann haben ihr viel erreicht und wir haben viel erreicht. Und dabei wünsche ich uns allen viel Spaß. Ich danke euch dreien sehr. Ich freue mich wirklich. Das ist, glaube ich, echt eine coole Zusammenarbeit, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Inspiration voneinander auch bekommen, die mir gerade sehr fehlt, muss ich sagen. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen unterzuckert, was so diese Kaffeegespräche und Zufallsbegegnungen angeht. Aber vielleicht, wenn wir uns auch mal artig zuhören, ja. Dann haben wir auf jeden Fall neue Ideen auch füreinander. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und danke für das Gespräch. Vielen Dank. Ich freue mich auf eure Podcast-Folgen. Ja? Und wir hören und sehen uns sicher wieder. Macht's gut. Danke. Tschüss.